Das Problem ist nicht, dass die Menschen böse sind. Das Problem ist, dass der Glaube an die Autorität eine so große Versuchung und ein geschickter Weg ist, so gut wie jeden Menschen, egal ob Politiker oder Polizisten mit Dienstmarken, die zu gewalttätigen Monstern werden, oder sogar ihre Untergebenen, die stolz sagen, ich zahle meine Steuern und folge dem Gesetz. Sie alle glauben, dass sie dadurch gute Menschen sind. Das wichtigste meiner Bücher heißt Die gefährlichste aller Religionen. Es handelt vom Glauben an die Autorität. Es zeigt, wie der Glaube an die Autorität und die Vorstellung, dass es einen rechtmäßigen Staat gäbe, fast alle Menschen dazu bringt, ihre eigene Moral zu verraten. Ihre eigenen Wertvorstellungen und alles, was ihnen wirklich wichtig ist. Jeder einzelne Mensch, der an den Staat glaubt, hat große Widersprüche in seinem eigenen Kopf, weil es unmöglich ist, an die Autorität zu glauben, ohne sich in zutiefst widersprüchliche Konzepte zu verwickeln. Diametrically opposed concepts in your head.